An euch alle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich glaube, ihr habt nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes die Leute erobert. Und wer gesehen hat, wie diese Mannschaft gestern gefeiert hat, der hat auch verstanden, was das glückliche Händchen beim Zusammensetzen dieser Mannschaft gewesen ist. Nämlich nicht, was man ja bei Aufsteigern von vierten in dritte Liga schon mal hat, dass dann so ein zusammengekaufter Haufen von Legionären zusammenkommt, die das als Business as usual, als reines Geschäft sehen, sondern wirklich eine Mannschaft, die sich wie die kleinen Kinder freut, diesen Aufstieg als Team geschafft zu haben. Das ist eine ganz besondere Qualität, die, glaube ich, viele Krefelderinnen und Krefelder auch nochmal ganz besonders begeistert. Das ist sicherlich eine der am meisten Beobachteten. Man wird wieder wahrgenommen, Krefeld wird wieder wahrgenommen. Und deswegen ist es auch folgerichtig, dass die Stadt natürlich auch zu ihrer Verantwortung steht. Ich weiß, alle hier im Raum wissen, dass wir über nicht nur Jahre, sondern über Jahrzehnte die Pflege der Grotenburg vernachlässigt haben. Angesichts von Spielzeiten in der 6. Liga vielleicht auch irgendwo nachvollziehbar. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo auch die Stadt ihren Teil beiträgt.